Ich bin die nächsten 2 Tage hier in Saarbrücken unterwegs, denn hier findet die Bundesmitgliederversammlung des BDIA statt. Und wir von Berührungspunkte begleiten das ganze Event mit unserem wunderbaren Mobil, wirklich ein Meetingpoint der Extraklasse. Wir freuen uns auf einen tollen Austausch mit allen Innenarchitekten und Innenarchitektinnen. Wir begleiten außerdem dieses ganze Event mit spannenden Fachvorträgen unserer Partner. Und das schaue ich mir die nächsten Tage jetzt mal genauer an. In meinem Impulsvortrag Die Renaissance der Schalter geht es um die Grundsatzfrage, ob wir in 10 Jahren nur noch über Touch-Displays schalten oder ob wir weiterhin auch konventionelle Schalter benutzen. Dazu haben wir bei Gira nämlich eine klare Haltung. Wir sagen nämlich Ja und Nein. Denn wir sind davon überzeugt, dass das eine das andere nicht ausschließt. Hinter Ästhetik der Oberfläche verbirgt sich im Prinzip ein Ausflug in die Welt der Türklinken. Beginnend in der Moderne mit den Materialien Messing, Bronze und Weißbronze. Wir werfen aber auch einen Blick auf die großen, namhaften Architekten der Moderne, Mies van der Rohe, Walter Gropius. Und dabei kann man sehr schön erkennen, dass Form und Material oft in einem sehr engen Zusammenhang stehen. Wir merken, dass das Bad noch mehr an Bedeutung gewonnen hat. Wenn man zurückschaut in die 50er Jahre, da war es ja ein Funktionselement im Gebäude und mittlerweile ist es eine Wohlfühloase oder der Wohlfühlort in einer Wohnung oder in einem Hotel oder in einem Apartment. Ich nehme jetzt am Rahmenprogramm der Bundesmitgliederversammlung teil und ich stehe hier schon vor dem Schloss in Saarbrücken. Hinter mir könnt ihr deutlich ablesbar sehen den gläsernen, postmodernen Mittelbau von Architekt Gottfried Böhm. Und ich treffe jetzt hier gleich auf einen absoluten Kenner der Materie, auf Bruno Jochum. Er ist ein Freund der Familie Böhm und wird mich jetzt hier durch das Gebäude führen. Man muss sich vorstellen, Gottfried Böhm wollte immer mal ein solches Gesamtwerk in Auftrag haben. Zu dem Ornament in seinem Entwurf kam der Böhm über die Stahl-Skelettbauten. Alles, was Sie hier in dieser aprikofarbigen Tönung sehen, das sind die Stahlträger, wie sie sind. Und da sind sie hier in der Querrichtung. Und das Ganze ist nicht nur an der Decke, das spielt nicht an der Nein, das geht auch auf das Bodenornament. Das war ganz typisch für Gottfried Böhm, das zieht sich über alle Details, über alle Bauteile hinweg. Das war anspruchsvolle Einfachheit in qualitätvoller Ausführung. Und was Sie sehen, wenn Sie hier rüber gucken, da mischen sich ja die Baustile hier. Das ist lebendige Baugeschichte. Jetzt beginnt der gemütliche Teil des Abends und wir starten mit unserem Welcome-Abend. Wir haben hier alles vorbereitet mit ganz tollen Cocktails, die wir im Gepäck haben. Natürlich gebrandet auf unsere 3 Marken. Es gibt im Angebot den FS Berry, Jira Tonic und Koi Colada. Also ich würde sagen, eine tolle Auswahl und lasst es euch schmecken und genießt den Abend. Nachdem wir gestern einen ganz tollen Welcome-Abend an der ehemaligen französischen Botschaft erlebt haben, sind wir hier heute am nächsten Tag an der Völklinger Hütte. Hier haben wir uns vor dem Saal platziert, wo heute der offizielle Teil der Bundesmitgliederversammlung stattfindet. Das war ein fantastischer Abend, alle haben sich amüsiert. Und miteinander geredet, Netzwerke aufgebaut. Unsere Mitglieder waren alle begeistert. Oh, war super. Ich habe ja dann ganz schnell angefangen, das Tanzbein zu schwingen. Beim BDIA so eine Musik. Es war ja wirklich Rockmusik und das war einfach so kraftvoll. Wir konnten so eine Mischung aus Information und aus Party und aus Zusammentreffen, Netzwerken haben. Also es hat uns gut gefallen. Es war dann wirklich der zentrale Punkt gestern Abend. Ja. Ne? Und es ist natürlich ein charmantes, schönes Mobil. Es ging einfach darum, dass man gemeinsam ein schönes Fest feiert und das ist wirklich gelungen.
Das waren 2 Tage rund um die Bundesmitgliederversammlung des BDIAs hier in Saarbrücken. Ja, und ich hoffe sehr, dass wir mit unserem Mobilfunk Berührungspunkte einfach zu einer netten Atmosphäre beitragen konnten und auf diese Weise tolle Kontakte und Gespräche entstanden sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei unserem nächsten Video wieder dabei seid. Also, bis bald!